SAP Cloud ERP. Endlich einmal die Systeme aufräumen. Genau, das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Also wenn ich jetzt im Cloud ERP bin, egal ob ich jetzt das in der Private oder Public Cloud habe, dann muss ich oder sollte ich aufräumen, indem ich einfach Erweiterungen einfach dort nicht mehr mache. Dass ich einen richtigen Clean Core habe und wirklich die Prozesse so lebe, so mache, wie es mein Anbieter, die SAP, mir vorgegeben hat und ich dann natürlich auch alle Vorteile nutzen kann. Und was für Erweiterungen siehst du da, die so ein Reiskunde vielleicht aktuell nicht aufräumt? Ja. Oftmals hat man die Problematik, dass die Leute eben nicht mit dem Cloud-ERP-Gedanken reinkommen, sondern mit 20 Jahren, ich habe alles customized, soweit ich will. Und natürlich wird dann immer gesagt, ich kann darauf nicht verzichten. Und darum bin ich totaler Fan von wirklichen Cloud-ERP-Projekten, wo man wirklich sagt, was gibt es denn wirklich? Und wo gibt es denn da wirklich noch Bedarfe, was anders zu machen? Und dann, die kann man ja alle erfüllen, diese Bedarfe. Mit dem Clean Core kann dann sowohl in Extension als auch in Daten, also Integrationen, kann ich durch die Bedarfe trotzdem erfüllen, eben nicht im Core. Und wo mache ich dann diese Extensions? Was ist da mein Werkzeugkasten? Genau, da sehe ich gerade hier auf deinem T-Shirt der SAP BTP, Business Technology Plattform, da mache ich eben das genau. Da kriege ich die Tools, um ihn in der Cloud wirklich gut zu integrieren. Ich kann sehr gut Extensions machen. Übrigens auch ABAP. Selbst wenn die Leute ABAP machen wollen, kann man da auch das ABAP machen können. Und ich finde auch ganz wichtig im Datenbereich. Also natürlich möchte ich nicht mein Core irgendwie so erweitern, dass ich dort auch die Daten aufbereite oder Daten bereitstelle für Analytics, sondern gerade operativ ja, aber dann im Data Warehouse-Bereich, im Data Fabric-Bereich, auch wieder im Bereich BTP. Okay, das heißt, ich räume auf, pack meinen ganzen Krempel in die BTP und habe zukünftig easy Upgrades. Easy Upgrades und übrigens auch die Extensions sind auch besser, weil du hast eben gesagt Krempel. Dadurch, dass ich das quasi mit Extension Framework betreiben muss, habe ich auch mehr Kontrolle, habe ich mehr offene APIs nutzen und ich bin einfach auch besser aufgestellt.